Ja, moin Amigos, moin zusammen, hallo, grüß euch, ich hoffe, euch geht's allen gut. So, hier ist jetzt mal eine kleine Reaction auf das heutige Heimspiel 1. FC Köln gegen FSV Mainz 05. Endstand 1:1. Ja, was können wir über dieses Spiel sagen? Was ist hängen geblieben? Ja, zu kritisieren gibt es eigentlich nur eine Sache, nee, zwei, Entschuldigung, aber bleibt locker. Die eine Sache ist, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Meiner muss diesen Ball machen. Es tut mir leid. Das ist bestimmt schon das vierte oder fünfte Mal in dieser Saison, wo der Junge alleine aufs Tor zu rennt oder alleine vorm Torwart steht und den Torwart anschießt oder den Ball halt wie in diesem Fall halt am Tor vorbeischiebt. Ja, das ist halt sehr ärgerlich. Nach Union Berlin, nach Borussia Mönchengladbach und jetzt halt auch heute gegen Mainz, ja, sind das halt, oder es ist das dritte Spiel im Grunde, ja, was wir nicht gewonnen haben, obwohl wir es hätten gewinnen müssen, wenn wir einfach konsequenter, konzentrierter, abschlussstärker sind in unseren oder in der Chancenverwertung. Wie gesagt, das muss man ganz klar so sagen. Allerdings war das Spiel bis auf vielleicht die ersten 30 Minuten, wo man sagen kann, oh Gott, was wird das denn jetzt heute schon wieder? Wir haben zwar jetzt kein Gegentor in den ersten 15 Minuten bekommen, allerdings in den ersten 17 Minuten sozusagen. Natürlich Ajorg, der Mainzer Torjäger, trifft schon wieder. Ich glaube, jetzt das sechste Mal, glaube ich, in der Rückrunde. Ja, so einen brauchen wir letztendlich auch, der vorm Tor steht und die Bälle reinmacht. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich mindestens 10 bis 12 Punkte mehr. Aber gut, unabhängig davon, wie schlecht man da gespielt hat oder wie gut da, das sei jetzt auch mal dahingestellt, aber man hätte bestimmt schon 10 plus Punkte mehr gehabt, wenn wir einfach nur einen Vollstrecker hätten. Egal, ob das einer aus dem Mittelfeld ist oder eben natürlich bestenfalls ein Stürmer. Etwas anzumerken, kritisch, fand ich schon, dass unsere ja, medizinische Abteilung, wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht, wie lange braucht man für einen Torwart? Jetzt mal ohne Flachs. Keine Ahnung, hatten sie alle, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat das auch viel zu lange gedauert, da Selke da den Torwart dazu setzen. Da hätte es auch gleich sagen können, komm, das bringt nichts, wir kriegen das nicht hin, wir kriegen den Knoten nicht fest, ich habe keine Ahnung. Aber gut, das ist jetzt nur nebenbei. Ne? Und der zweite kritische Punkt ist, Benjamin Cortus, was bist du bitte für ein Schiedsrichter? Also jetzt mal ganz ehrlich, die Stielers und Zweiers und Jöllenbecks und Ittrichs und wie sie alle heißen, die sind schon echt kacke. Aber das, was du da ablieferst, also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo wir unter deiner Leitung gewonnen haben oder wo du mal ansatzweise gut gepfiffen hast. Ich kann mich aber auch darüber hinaus, ne, vom FC jetzt mal wegzukommen, nicht an ein Spiel erinnern, wo du mal irgendwie woanders auch gut gepfiffen hast. Also Katastrophe. Also was du da weggepfiffen hast, nicht nur für uns oder gegen uns, wie auch immer, sondern auch bei den Mainzern oder sowas, das ist da, weiß ich nicht. Ja, apropos Pfiff, vor dem 0:1 sprang einem Mainzer der Ball an die Hand. Ja, es gibt halt die Aussage, die Regelung, nur wenn es pure Absicht war und so weiter und so fort. Aber unmittelbar danach fiel ja auch das Tor für die Mainzer. Jetzt ist aber die Frage, haben die das geprüft? War das scheißegal wieder? So, ich bin jetzt fair und ehrlich, aus meiner Wahrnehmung musst du das halt jetzt auch nicht unbedingt abpfeifen, aber ich will es halt einfach mal erwähnt haben, da war was, woanders hätte es wieder, ja, was weiß ich, Videoschiedsrichter, nee, zählt nicht, weil Hand und danach direkt ein Tor und so weiter und so fort, gab es halt auch schon alles. Jetzt ist halt die Frage, dadurch, dass es wahrscheinlich keine Absicht war, ist es wieder hinfällig. Andernfalls hat man aber gesagt, wenn ein Tor fällt, wo unmittelbar kurz davor der Ball irgendwie an die Hand fällt, egal ob Absicht oder nicht, zählt das Tor nicht. Keine Ahnung, was das eine dem anderen da jetzt irgendwie überwiegt. Es ist jetzt halt, wie es ist. Müssen wir halt in den sauren Apfel beißen. Aber wie gesagt, bis auf das Tor letztendlich von Mainz, war halt auch nicht wirklich, ne, von dem was. Ne? Wir haben uns zum Glück nicht überrumpeln lassen, dass wir ja durch diese schlechte Anfangsphase oder die erste schlechte halbe Stunde und das 0:1 sind wir trotzdem dann irgendwann ins Spiel gekommen, haben dann endlich mal dagegen gehalten und haben auch selber mal aufs Tor geschossen, über Spiel hinaus, sei es jetzt Schindler, Martel, Kainz, die haben alles immer versucht.
Ja, da kann halt auch ganz gerne mal einer mal irgendwann auch mal reingehen. Ja, letztendlich hat es dann aber dann in der zweiten Hälfte geklappt durch Ljubicic. Schönes Tor. Ja, nach dem Sieg gegen Frankfurt dürfen wir endlich mal wieder zu Hause jubeln. Ja, ist natürlich eine Wohltat. Und als das Tor fiel, habe ich gesagt, so jetzt haben wir sie. Jetzt nicht nachlassen, jetzt nachlegen. Bam. Ja, und was ist? Linden Meiner, ja, ich will jetzt nicht nur sagen, dass er nur laufen kann und mal auch eine gute Flanke schlagen kann, von Gefühl 10, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Er muss ihn einfach machen, es tut mir leid. Und wenn du den Torwart umkurfst oder an ihm vorbeirennst oder so, ich weiß es nicht, aber mach ihn. Und dann auch nach dem Spiel so eine Aussage, ja, wenn wir die Chance machen, dann gewinnen wir das Spiel. Sag doch ganz einfach auch mal, Digga, es tut mir leid. Ich muss ihn machen. Ich muss ihn einfach reinmachen. Also auch klipp und klar das so sagen. Aber das ist jetzt auch wieder nur Jammern auf hohem Niveau. Vor dem Spiel hätten wir alle mindestens einen Punkt genommen, weil Mainz im Moment formstark ist. 8 Spiele zuletzt nicht verloren. 5 Siege, 3 Unentschieden. Wenn sie gewinnen, schießen sie in der Regel auch 3 Tore und so weiter und so fort. Aber wir hatten die echt an den Eiern. Ne? Und es ist einfach wieder so... So ärgerlich jetzt nach hinten heraus. Mein guter Freund Fabio, ich grüße dich, mein Lieber, der hat es auch in seinem Spieltagsvideo gesagt, er tippt 2-2 und damit wäre er zufrieden und ist auch alles in Ordnung. Ich habe auf Heimsieg getippt. Übrigens, ich habe jetzt keinen genauen Tipp gesagt, aber ich habe gesagt, wir gewinnen das Spiel. Ja, wir gewinnen natürlich nur die Spiele, wenn du solche Chancen wie meiner hat, dann auch wirklich verwertest. Dann gewinnst du es auch. Ne? Jetzt ist es halt echt ärgerlich in Bezug darauf, weil jetzt, ja, die Hoffenheimer haben nur, was heißt nur, in München 1-1 gespielt. Augsburg hat verloren. Ja gut, Bochum spielt halt erst morgen. Stuttgart hat noch unentschieden gespielt. Auch wieder typisch Dortmund oder sowas da, muss man ganz ehrlich auch sagen. Bei uns ballern sie jeden rein und dann lassen sie sich dann noch in der 97. Minute einen reinmurmeln. Wie gesagt, die Stuttgarter haben es letztendlich auch verdient, letztendlich dann doch noch das 3-3 zu machen, weil sie alles riskiert haben und versucht haben. Lagen 2-0 hinten, lagen 3-2 hinten und dann kommen sie trotzdem noch zurück. Zeigt ja dann auch von der Klasse Moral und der Klasse Leistung. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Guirassy war auch irgendwie 2 Monate raus und ist wieder da und schießt jetzt, keine Ahnung, das 2. Tor mittlerweile wieder, seitdem er zurück ist. Oder verbessert mich gerne, ob das nicht schon das 3. war. Ich glaube aber, das 2. ist auch egal. Aber bei uns, ja gut, jetzt hat Ljubicic, keine Ahnung, 10 Spiele gebraucht, um mal wieder ein Tor zu machen. Aber auch das ist wieder Jammern auf hohem Niveau. Ich bin ja froh, dass er heute getroffen hat. Ja, nach der letzten guten Leistung eigentlich jetzt halt auch gegen Augsburg heute nachgelegt mit einem guten Spiel, mit einem Tor sogar. Ja, keiner von den 3, die 4 gelbe Karten hatten, wie gesagt, Schmitz, Schindler und Martel haben heute eine gelbe Karte bekommen. Skiri kehrt nächstes Wochenende zurück. Ja, ich weiß, Hoffenheim, auswärts auch noch. Ich glaube, da haben wir zuletzt unter Stöger gewonnen. Olkowski, beide Buden gemacht. Ich glaube, 4-3 haben wir da gewonnen. Ja, wird mal wieder Zeit, dass wir dort gewinnen. Von daher, volle Kapelle nächste Woche. Jetzt wieder gut trainieren. Alle gesund bleiben, alle fit bleiben. Und ja, dann holen wir da auch nächste Woche was. Wir haben jetzt, wie gesagt, jetzt das 3. Mal in Folge nicht verloren. 0-0 gegen Gladbach, 3-1 in Augsburg, jetzt 1-1 gegen Mainz. Darauf lässt sich natürlich weiter aufbauen. Und wenn wir es jetzt wirklich schaffen, in Hoffenheim, zu Hause gegen Freiburg und in Leverkusen, Heimspiel für uns, wenn wir es in diesen 3 Spielen schaffen, selber zu punkten, dann sind wir dann auch durch. Dann brauchen wir keine Endspiele gegen Hertha oder Bremen oder sogar gegen die Bayern. Wenn wir es jetzt schaffen, in den nächsten 3 Spielen, ja, sagen wir nochmal 3 Punkte zu holen, 3 Unentschieden, 1 Sieg meinetwegen oder vielleicht auch noch 2 Unentschieden holen und eine Niederlage, die nicht sein muss. Ich will ja nicht sagen, ich wünsche mir ja keine Niederlage, um Gottes Willen. Vielleicht gewinnen wir auch alle 3 Spiele, wäre natürlich auch toll und geil, ganz klar. Aber wie gesagt, wenn wir in den nächsten 3 Spielen es irgendwie schaffen, noch 3 Punkte zu holen, dann sollten wir eigentlich durch sein. Unabhängig davon, dass Schalke 2 Punkte auf uns gut gemacht hat durch ihren 5-2-Sieg gegen Hertha. Aber Hertha hat natürlich Punkte gelassen. Jetzt haben wir 10 Punkte vor Hertha, nur noch 8 vor Schalke. Aber Schalke hat vermeintlich vom Papier her das schlechteste oder für die gesehen das schwerste, so rum gesagt, schwerste Restprogramm. Ja, gerade in den letzten 3 oder 4 Spielen spielen sie alle noch gegen Mannschaften, die selber noch international ja, ihren Platz sichern wollen. Klar, Schalke will nicht absteigen. Also im Grunde ist es dann natürlich gleichermaßen wichtig.
Aber das sind jetzt halt keine Gegner, die irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln, so wie wir vermeintlich. Weil wenn du dann zum Ende der Saison dann doch sicher durch bist und du keinen Bock mehr hast, ja, dann ist es dann halt eigentlich auch immer eine klare Sache, dass so ein Gegner dann halt am Ende auch abgeschossen wird. Ne? Ja, wie gesagt, zum Ende des Spiels gab es dann noch diese Szene, wo ich Baumgart komplett verstehen kann. Ich habe auch gedacht, bitte pack ihn dir, schüttelt ihn, fress ihn auf, weiß ich nicht, reiß ihn den Kopf ab, sinnbildlich oder sowas. Er hat aber für mich letztendlich gut reagiert, dass er da nochmal klipp und klar seine Meinung gesagt hat, weil was war das da am Ende des Spiels da mit Thielmann und Chor oder sowas? Und wieder der Chor, ne? Im Hinspiel hat er noch die große Fresse gehabt vor den Gegnern, vor uns, vor unseren Fans hat er dann auch noch den dicken Max gemacht, wo Uth ja dann als Einwechselspieler, der sich warm gemacht hatte, auf dem Platz lief und sich ihn greifen wollte, damals dann noch eine gelbe Karte bekommen hatte. Ja, immer fällt er negativ auf. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Aber gut, ja. Wie gesagt, wir müssen unsere Chancen einfach besser nutzen. Wir hätten jetzt, wenn wir bei Union gerade die zweite Hälfte, wenn wir da einfach ein Tor gemacht hätten oder der Renault nicht so stark gehalten hätte, hätten wir jetzt 2 Punkte mehr gehabt. Gegen Gladbach erste Hälfte. Ja, wir waren nicht wirklich stark in dem Sinne, aber wir waren schon besser als Gladbach, weil die einfach scheiße waren. Haben wir es auch versäumt, ein Tor zu machen. So, letztendlich haben wir aber Glück gehabt, dass die da keinen Foul-Elfmeter kriegen. Wir erinnern uns alle, da Hübers, ne, war eigentlich ein klares Foul. Aber auch da hätte man in der ersten Hälfte den Sack zumachen müssen, indem man einfach nur ein Tor schießt. Nur eins. Ja, und jetzt heute halt gegen Mainz, gut, liegt halt leider wieder 1-0 hinten. Das ist jetzt zweimal zuletzt ja nicht passiert, beim 0-0 gegen Gladbach und beim 3-1 gegen Augsburg. Aber wie gesagt, wir haben Moral bewiesen, wir haben geackert, wir haben gekämpft, wir haben gebissen. Ja, ist, wie gesagt, im Grunde kann man nur lobend über die Mannschaft heute sprechen, unabhängig davon, dass ich den einen oder anderen Wechsel wieder nicht verstanden habe. Aber wie gesagt, auch das ist wieder Jammern auf hohem Niveau. Es ist das, wie es ist. Ja, dafür, dass Adamian ja so stark trainiert hat, muss ich auch eben mal nur einmal einwerfen, kommt er dann halt wieder rein und wieder auf die Außen, wo ich mir denke, warum? Dann bring doch Limnios und stell den auf die Außen. Und wenn du den halt auf die falsche Seite stellst, auf links oder sowas, statt auf rechts. Aber du hast doch so einen. Warum stellst du einen Adamian, der für die Außen zu langsam ist oder was auch immer, dann stell den doch, dann wechsel doch Adamian für Selke ein. Nein, dann bringt man wieder Tigges. So, und Limnios hast du da und der wird wieder gar nicht irgendwie gebracht oder dem das Vertrauen geschenkt. Und das ist eben das, was ich sage. Hier kriegen alle eine faire Chance und auf den bezogen hat man es auch gesagt. Jetzt kannst du den nochmal bringen, der kann ins 1 gegen 1 gehen, vielleicht nochmal einen ausdribbeln und einen vernünftigen Ball reinschlagen oder selber in 16er gehen, selber abschießen und so weiter und so fort. Das ist ja seine gelernte Position, über außen zu kommen, auch wenn du den jetzt statt rechts dann halt links hinstellst. Aber er kann halt in die Mitte ziehen, was auch immer, und man macht es nicht. Man hat die Möglichkeiten und Baumgart und das Trainer, die nutzen es einfach nicht. Und da müssen wir jetzt noch final hinkommen. Ne? Ja, wie gesagt, und dafür, dass Adamian so stark trainiert hat oder sowas, ist Lemperle letztendlich ja aus dem Kader geflogen. Der hat jetzt bei der U21 auch mitgespielt. Allerdings hat die schon wieder 2-0 verloren. Diesmal zu Hause gegen Aachen. Letzte Woche hat man ja in Bocholt 2-0 verloren. Also die Jungs machen es noch echt spannend halt. Ne? Ich glaube, 3 Punkte werden denen ja eh noch abgezogen aus dem Wattenscheid-Spiel nach dem 3-2-Sieg. Aber weil Zimmermann da ja irgendwie ja, falsch gewechselt hat. Naja, wie gesagt, also die Jungs müssen halt echt noch zittern. Die müssen nochmal selber Gas geben und nochmal, ja, 3 Punkte holen, 4 Punkte holen. Also ähnlich wie wir Profis von der Profimannschaft. Dann sollte man dann eigentlich auch drinbleiben in der Regionalliga West. Ne? Ja, ich bin, wie gesagt, eigentlich rundum zufrieden. Aber es ist nach hinten heraus schon echt doch ärgerlich, dass du so eine Riesenchance dann liegen lässt. Letztendlich ist es egal, wer es ist, aber trotzdem muss man erwähnen, es ist leider Gottes schon wieder meiner. Letzte Woche hat er ihn gemacht in Augsburg, der war sogar schwerer als der jetzt. Aber in der Hinrunde, Bundesliga und Conference League zusammengenommen, da hat er 3, 4, 5 Mal so vorm Torwart gestanden oder ist aufs Tor zugelaufen und er macht ihn einfach nicht. Entweder schießt er den Torwart an oder er schiebt ihn wie heute halt leider vorbei. Ne? Ja. Hoffen wir, dass das nächste Woche dann wieder klappt mit einem Treffer, wenn er dann vom Tor steht, so wie letzte Woche in Augsburg. Das wäre halt sehr schön. Und wenn aus jedem Tor, was wir jetzt noch schießen werden, dann am Ende auch Punkte bei rumspringen, ja, dann können wir uns dann tatsächlich dann, ja, innerhalb der nächsten 3 Wochen oder innerhalb nach den nächsten 3 Wochen dann auch wirklich zurücklehnen, was die letzten 3 Spiele angehen. Dann brauchen wir wirklich kein Finalspiel gegen Hertha,
kein Finalspiel gegen Bremen und erst recht nicht am letzten Spieltag gegen die Bayern. Ja, weil die machen es auch nochmal spannend. Zu Hause 1-1 gegen Hoffenheim. Dortmund hätte wieder ja, gleichziehen können, aber lassen sich dann noch wieder in der 97. Was soll auch wieder der Scheiß? Ich weiß es nicht. Liebe Heike, ich weiß, dass ich deinen Namen nennen darf. Sag mir mal gerne bitte, ob das gerechtfertigt war, dass da 7 Minuten nachgespielt werden mussten, weil das nervt mich einfach jetzt. Da bin ich jetzt einfach Egoist aus Kölner Sicht und sag einfach, es kann nicht sein, dass in der 97. Minute Stuttgart zum 3:3 kommt. Natürlich für dich freut es mich persönlich, weil du magst mich, ich mag dich, klar. Aber jetzt so aus Fansicht ärgert mich das jetzt natürlich, ne? Das ist klar. Das verstehst du auch. Du hast dich ja sicherlich auch gefreut, als deine Stuttgarter uns Kölner, die sang- und klanglos bei euch aufgetreten sind, ja auch 3:0 dann weggefiedelt habt, ne? Von daher, ja, lass es mich gerne wissen in den Kommentaren, ob das gerechtfertigt war oder ob ihr da ein bisschen Dusel hattet, sprich Glück, dass so lange dann wirklich nachgespielt worden ist oder es war schon drüber, aber es spielt lief trotzdem noch und dann habt ihr dann ja letztendlich aber dann doch das Tor gemacht. Ne? Ich muss mir das nachher oder morgen nochmal alles in Ruhe angucken da, die ganzen Tore, gerade bei den auf den anderen Plätzen. Das habe ich nämlich jetzt noch nicht gemacht, deswegen, ja, wie gesagt, schreib gerne in die Kommentare deine Meinung. Ich freue mich darauf und ja, ich bin natürlich auch auf jede andere Meinung gespannt. Schreibt gerne alles in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Wie gesagt, ich möchte jetzt überhaupt gar nicht meckern, einfach nur sachlich kritisieren. Meiner muss ihn machen, der Schiedsrichter war scheiße. Das darf ich ja wohl sagen, weil der war wirklich scheiße. Ja, und ansonsten, ja, gute Besserung, Selke, da mit deiner erneuten Platzwunde da. Du hast aber auch ein bisschen, ja, so ein bisschen die Seuche da, was so, ja, Blessuren angeht, sage ich jetzt mal. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wie du dich trotzdem wieder reingehauen hast, ja, das imponiert natürlich. Klar, du hast immer noch Luft nach oben, was eigene Torschancen angeht oder wenn du eine hast, dass die auch alles zu zaghaft kommt. Aber wie du dich aufreibst, wie du den Gegner provozierst, wie du dich reinwirfst, wie du pusht, wie du Bälle festmachst, wie du Kopfbälle gewinnst. Also gefühlt von 10 Kopfbällen hast du vielleicht 1 oder 2 verloren und das ist halt einfach, du hilfst unser Spiel natürlich. Ne? Da kann sich der ein oder andere Stürmer, sei es Adamian oder Tigges, dann nochmal eine Scheibe von abschneiden. Jetzt muss es halt nur nochmal klappen, dass du nicht nur in Dortmund einmalig getroffen hast, da beim 1:6, sondern dass du dann natürlich auch mal triffst, wo wir einen Punkt holen oder wo wir durch ein Tor von dir natürlich auch mal gewinnen. Letztendlich soll auch Tigges ein Tor schießen oder sowas, aber naja, ihr wisst ja, was ich von ihm halte. Ne? Oder beziehungsweise er sorgt ja selber dafür, dass er eben kein Tor schießt. Ne? Aber wie gesagt, Tigges kam jetzt rein, eine Viertelstunde hat auch dafür gesorgt, dass wir diesen Punkt letztendlich ja, mitnehmen oder gerettet haben, wie auch immer. Ja, aber es ist halt nach hinten heraus dann trotzdem ein bisschen ärgerlich, dass du nicht mit 3 Punkten aus diesem Heimspiel rausgehst. Und die Leistung war ja super. Und wir müssen jetzt wirklich wieder dahin kommen, wo wir ja schon mal waren, wo Baumgart gesagt hat, irgendwann belohnen wir uns, dass wir wirklich dann den Sieg holen und nicht wieder nur einen Unentschieden holen. Ne? Da waren wir aber schon mal. Und wenn wir sagen, wir wollen uns entwickeln und ja, wenn wir eigentlich schon mal da waren, wo wir uns belohnen und dann wirklich die Spiele gewinnen und nicht nur wieder unentschieden spielen, dann ist es eigentlich wieder ein Rückschritt gewesen. Und da müssen wir halt schleunigst wieder hin, dass wir wieder ja, dahin kommen, wo wir eigentlich schon mal waren, indem wir mit guten Leistungen die Spiele auch gewinnen und nicht irgendwie ja, nur unentschieden spielen. Aber letztendlich bin ich mit dem Punkt natürlich zufrieden. Gut, ich lege mich hin, lasst es euch gut gehen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Haut rein, bis bald. Tschüss.